Die Festplatte ist defekt, die schlägt nur ständig mit dem Kopf an. Ich habe jetzt hier schon mal die Schrauben entfernt von der Platine und nehme die Platine mal ab. Da sieht man die Elektronik. Das dürfte der Controller sein. Hier haben wir einen RAM-Speicherchip. Genau, das ist RAM-Speicher. Und das dürfte der Chip sein für die Steuerung der Schreibleseköpfe und so. Ja. Hier werden die Schreibleseköpfe dran. Die werden einfach drauf gedrückt auf die Kontakte. Und hier der Kontakt, das wäre der Lüftermotor. Der hat nur leider nur 3 Anschlüsse. Für das Bediensystem bräuchten wir 4. Und an der Stelle hier, diese 3, das wären die Kontakte zum Motor. Zu dem Hauptmotor. Das ist das, was mich jetzt eigentlich interessiert. Ich habe jetzt oben die Schrauben auch schon mal rausgeschraubt. Hier unter da, unter dem Aufkleber ist eine und dann außenrum kann man das auch mal abnehmen. Da sieht man hier die Festplatte, die spiegelt sehr. Sieht man die Kamera. Die Festplatte ist wirklich wie ein Spiegel. Und der Schreiblesekopf hier. So, dann fange ich mal an zu zerlegen. Als erstes nehme ich mal den Schreiblesekopf ab, indem ich die Schrauben hier aufschraube mit dem Drückschraubenzieher. Also nachdem die Schrauben auf sind, könnte man das hier einfach runternehmen, runterhebeln. Da ist ein sehr starker, kräftiger Magnet noch drin. Das mit Schraubenzieher, mit Schraubenzieher hebeln. Ja, das ist schon locker. Ich glaube, das ist noch irgendwo festgestaubt. Nee, das ist nicht festgestaubt, das hängt nur am Magnet. Sieht nur so aus. Genau, jetzt wäre es locker. Dann müsste man es anheben und abnehmen. Am Ende sieht es so aus. Und zwar, wir haben hier einen sehr starken Magnet. Extrem stark. Ich glaube, das dürfen die stärksten Magnete der Welt sein. Und hier einen extrem starken Magnet. Ist wirklich sehr stark. Als nächstes könnt ihr mal den Kopfträger mal abschrauben. Hier und hier die Kopfhalterung. Beim Kopfträger sollte man einen passenden Schraubenzieher haben. Dann kann man den hier leicht rausstauben. Dann ist er hier schon mal locker. Oh, da springt noch eine Schraube raus. Die Schraube auch noch auf und dann nehme ich das Ganze mal ab. Und da wäre jetzt das Teil mit den Schreibleseköpfen. Und zwar hier haben wir die Spule, die den Arm hin und her bewegen kann. Und hier wären die Schreibleseköpfe von der Festplatte. Und das hier ist einfach nur die Verbindung zur Hauptplatine. Das ist so eine Folienleiterplatte. Hinten haben wir noch ein paar Widerstände. Widerstände und hier ist auch ein Kugellager, das sich sehr leicht bewegen lässt. Das Ding ist kugelgelagert. Es wird die Schreiblesekopfeinheit. Die Festplatte hat ja mal 100 GB. So dürfen die Schreiblesekopfe wirklich verdammt klein sein. Das wären jetzt die Neodym-Magnete, die sind wirklich sehr stark. Hier. Ich versuche die mal näher zusammenzubringen. Ja, also die reagieren sofort schnell. Die sind echt extrem stark. Also muss man ganz schön viel Kraft aufwenden, um die auseinanderzubringen. Die kann man für andere Versuche noch gebrauchen oder benutzen, eventuell. Die sind auf das Metall hier nur geklebt. Die müsste man auch abmachen können. Ja. So, auf der Rückseite nehme ich jetzt das dann noch ab. So, und das wäre jetzt der Motor. Jetzt ist es so, die Frage ist, wie kommt man zu den Spulen? Da gehen die 3 Anschlüsse rein und die sind anscheinend vergossen. In der Mitte wäre das Lager. Wie bekommt man den Motor raus? Mit den Platten. Ich kann die Platten mal abschrauben. In der Mitte ist so eine Torx-Schraube. Schraube ich die Platten mal ab. Dann habe ich die Schraube jetzt einmal rausgeschraubt. Da kommen wir als erstes das da ab, dann die Scheibe, das
ist eine Platte. Dann ein Zwischenring. Und noch eine Scheibe. Zwischenring mal ab. Und noch eine Scheibe. Umdrehen. Jetzt leichter, dann fällt die von selbst ab. Das sind zwei Scheiben. Ja. Aus extrem spiegelndem Material bestehen die Festplatten. Die sind extrem glatt. So, und das wäre der Motor. Das ist die Frage, wie bekommt man den hier raus? Der hat drei Anschlüsse. Das deutet darauf hin, dass er vier Windungen hat, eventuell und zwei zusammengeschalten ist. Ich werde mal messen, ob das überhaupt funktionieren würde. Sieht nicht gut aus, weil alles, was ich messe, sind 4 Ohm. Egal von wo ich messe, 4, 4 und auch die anderen beiden hier, auch wieder 4 Ohm. Das heißt, es sieht so aus, als wenn hier nur drei Windungen wären. Und zwar eine von hier nach hier, eine von hier nach hier und eine von hier nach hier. Dass hier nur drei Windungen im Motor sind. Und keine vier. Und die drei sind auch noch verbunden und nicht getrennt. So, also so lässt sich das hier leicht drehen. Jetzt schließe ich mal eine Batterie an. An zwei Motoranschlüsse. Die Anschlüsse, die haben 4 Ohm. Also dürfte bei 1 Volt ein bisschen Strom fließen. So, ich habe jetzt eine Spule mit Gleichstrom bestromt. Dann sehe ich mal, wie viele Spulen die hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, bis eine Umdrehung sind es 6. Wenn ich mir das hier nehme, dann kann ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal, genau. Jetzt sieht es so aus, als wenn der 6 Pole hat. Das heißt, man könnte daraus so einen Bedienmotor machen. Müsste man den Motor aber zerlegen, dafür müsste ich die Kappe hier oben runter bekommen, die hier drauf gepresst ist. Und es möglichst ohne das Lager zu zerstören. Und ich versuche das jetzt mal, indem ich hier einfach nur hebeln tue und das Ding immer wieder weiter drehen tue, ob ich das Laufrad runter bekomme. Und ich habe es geschafft, den Motor zu zerlegen. Das hier ist sehr stark magnetisch, ähnlich wie die Magnete hier. Wirklich extrem stark, das Laufrad. Also, das hält echt sehr, sehr starker Magnet, dürfte ein sehr effektiver Motor werden. Damit die das Lager, und hier außen die Wicklungen, sind 2, 4, 6, 8, 9 Wicklungen, bisschen ungünstig. Wir bräuchten eigentlich, ja, für Bedini bräuchten wir 2 Wicklungen, am besten mit gleicher Polung. Ich versuche jetzt mal, die Wicklungen aufzutrennen und neu zu wickeln. Ob daraus, ja, sowas wie ein Bedienmotor möglich ist.